Ach, der König mag Zeichnungen. Du bist nicht der Kunsttherapie-Junge. Da war ich noch nicht drin im nüchternen Zustand. Hallo? Du siehst sie, oder etwa nicht? Was? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Die Schatten? Meinst du die Schatten? Mhm. Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, sie sind da. Weißt du, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Nun, erzähl es mir bitte. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Ja, ich liebe es auch, aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Was malst du? Irgendetwas. Was ist los? Meine Träume. Geh jetzt. Okay, warte, wir können ihr hier... Okay. Das sind meine Stifte. Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, da kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Oh, das stimmt. Aber du hast viele andere Farben. Ja, viele Farben. Aber du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern. Sie fesseln mich und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Ja, mich fesseln sie auch manchmal. Das tut weh. Wenn ich nichts malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau! Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Au. Bitte heile mich. Ja? Und stoppe die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Ach so, ja, da habe ich die. Da guck mal, ich mach Pflaster drauf. Oh, danke, du kannst den Stift haben. Jetzt geh, ich muss malen. Yes. Kann ich jetzt den Stift kombinieren mit dem Blatt? Jawohl. So. Dann gehe ich jetzt wieder zum König. Einmal runter. Telefon. Kann mal jemand hingehen? Das klingt jetzt schon zum 5. Mal. Ich weiß doch nicht, warum ich hier Tastengeräusche habe. So. Lieber König, ich habe deine scheiß Zeichnung. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Dankeschön. Sehr gut. Dann wieder ab nach oben. Wie die Aufpasserinnen hier auch so überhaupt keinen Fick darauf geben, was ich eigentlich gerade tue. Ha? Komm ran, aber der Gehstock ist zu dick, um den Schlüssel zu... Ach so. Kombinieren. Freude, um sie zusammenzufügen. Okay. Ich brauche etwas, um sie zusammenzufügen. War mir jetzt irgendwie klar. Ich muss noch mal in das Zimmer von ihr rein. Schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange. Ein Teddy und viele andere Sachen. Okay. Vielleicht ist da noch was drin. Oh, echte Blumen. Die riechen so süß. Schublade ist leer. Okay, ich werde sehr pink. Okay. Adelaide Fudgens. Alter 7. Sind sie in Wein? Achso, das ist die mit der sexuellen Gewalt. Und die fesseln sie. Sind die dumm? Kuschel, kuschel an der Dame auf deinem Stuhl. Okay, ich habe hier drin nichts übersehen. Mit was kann ich die zusammenhalten? Mag ich irgendwo garen? Stimmt. Da habe ich damals nur die Nadel rausgenommen.
Wattens. Muss wieder kurz hinlaufen. Halt, ist es da hinten. Ach nein, das war in meinem... War in meinem Zimmer, ne? Ah, Moment. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ach nee, halt. Da hoch muss ich. Darüber. Hol den Schlüssel. Ja, ich hole ihn doch schon. Das... das war das Garn ganz hinten. Bei mir im Zimmer. Da. Aber das kann ich nicht mehr anklicken. Scheiße. Meine Frau Krankenschwester. Da konnte ich wirklich nur die Nadel rausnehmen. Nüchtern auch nicht. Nee, nüchtern ist sie gar nicht da. Da, nüchtern ist sie nicht da. Da haben wir halt auch nichts mehr, ne? Nur das Buch. Da. Ja, das sind die kaputten Vorhänge. Nee. Ah, hallo. Hast du schon den Code vom Doktor gefunden? Der will uns jetzt auch nicht viel helfen. Da ist sie. Wir haben aber auch nichts in der Tasche. Ne, wir haben nur das blöde Brötchen da noch drin. Im WC ist auch nichts drin. Guten Tag. Das Blut vom Schweinewächter, sie sagte doch, dass das klebrig ist. Ja, aber ich glaube eher, weil es Blut ist. Und sie meinte auch, sie will es nicht anfassen. Ja. Bleib damit. Ja, nee. Nee, Herr Schwein ist nackt. Nee. 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 Hm. Den Bademantel habe ich noch gar nicht an. Lol. Okay. Halt. Nein. Nein. So. Jetzt habe ich's. Okay, den habe ich wieder kombiniert, was nichts zu kombinieren gibt. Das war ich aber auch des Öfteren im. Gerade bei so Rätselsachen. So, aber jetzt haben wir das. Wir können den Schlüssel runterholen. Das ist im Büro. Sehr gut. Okay. Mental Health Global Week. Oktober, November. Ich glaube, wir haben gerade Oktober. Mhm. Den 19 anscheinend. Was für ein kleiner Text. Gedanke von Marcel Dion. So, du bist nicht alleine. Tritt uns heute bei Oswald anstatt. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Interview mit Dr. Dion über die Arbeit mit Kindern. Testtag. Jeder Tag ist ein Testtag. Was für ein hübsches Bild. Ich wünschte, ich könnte so malen. Okay, wir haben hier... Alarm am Sicherheitssystem wird in der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein. Dann ist sie wieder Alarmgesicht. Alarmcode. 17. Dezember ist gleich. 25. Juli ist gleich. Welcher November war es jetzt?
Scheiße. Ach nee, es war der 25. Juli. Oh, upsie. So spielt man Point-and-Click-Adventures halt. Zumindest die guten. Ich bin dir ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich Point-and-Click spiele. Oh, ich liebe es, Post zu öffnen, aber die hier ist nicht für mich. Die gelbe Schreibmaschine. Ich könnte Tante Grace einen Brief schreiben. Liebe Tante Grace, hol mich heraus, bitte. Keine Bilder oder lustige Rätsel. Mr. Midnight könnte mir ein Rätsel sagen. Er liebt sie. Das interessiert mich nicht. Da ist noch ein Schlüssel. Ein Ersatzschlüssel. Ich habe ihn aus dem Büro. Okay. Sehen, schmecken und hören? Davon habe ich etwas in der Schule gelernt. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Kann ich dazu nur durch? Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Ich hasse dieses Bett. Hier lege ich mich nicht hin. Okay. Der Doktor saß da und hat nichts getan. Der Doktor saß... Achso. Okay. Phil? Ein vergessenes Mädchen ohne Familie oder Katze wird sterben, wenn der Mond kommt. Was meinst du? Oh wow, dankeschön. Oh. Oh, das tote Mädchen sieht ein bisschen so aus wie ich. Obwohl deine Augen geöffnet sind, kannst du nicht verstehen. What? Meine Bestellung wurde gecancelt übrigens. Und wenn deine Augen bluten, fühlst du nichts. Verstecke nicht, was dir wehtut. Lass es dir wehtun. Okay, aber hier ist jetzt das... Oh ja, die Tür ist auch weg. Was? Ja, kam gerade. The Treat Stream was cancelled. Oh, das Windloch. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Ja, bestimmt nicht. Oh. Diese Ratte hat sich den Kopf gestoßen. Sie braucht einen Helm. Ja, man lebt so noch. Ich gehe einfach weiter und weiter. Und fällst runter. Das Loch hätte man eigentlich sehen können. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ich muss es wohl rausfinden. Ein Mob, der mit dem Boden tanzen wird. Kein Wasser zum Händewaschen. Sieht auch nicht so aus, als wäre da Seife. So eine Scheiße. Ha, achso, warte. Schau mit Waschlapp und tausende Chemikalien. Ich glaube nicht, dass ich davon etwas brauche. Ha, Putzmittel. Die sollten unsere Toiletten putzen. Die Kiste ist offen. Schauen wir mal. Abgekratzte Aufkleber. Die Flasche ist leer. Böse Tabletten. Ich nehme sie nur, um mein Kätzchen zu finden. Gelbe Pillen. Die sehen toller aus als die roten. Ist unser momentanes Subjekt. Reaktion des Subjekts ist positiv. Vergrößern jetzt die getriggerten Drüsen. Extoplomatin-Dosis erhöht auf 1700. Behälter wechseln, damit es wie eine zugelassene Duotide-Variante aussieht. Okay. Die Handschuhe. Ach so. Die machen hier Experimente. Mit Kindern? Lust auf was anderes? Hase, du musst mir nichts an Essen kaufen. Deine Decke isst nichts. Abgeschossen. Aber ich habe doch da so einen Ersatzschlüssel dabei. Na, guck mal. Oh. Wenn du kämpfst, wirst du wissen, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke sein, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du mir nicht gehorchst, wird das Leben deiner Katze enden. Oh. Jetzt bin ich wieder umgekippt. Oh, mein liebes Kätzchen, wir werden bald wieder zusammen sein. Versprochen. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du? Bitte lass mich nicht alleine, Mr. Midnight. Ach toll, das Labyrinth.
Am Ende des Labyrinths, Fran. Ui. Wir merken uns, das Kätzchen ging nach links. Falls es irgendwas hilft. Ich bin schon wieder umgekippt. Und meine Träume wohl wahr sind? Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Wenn ich das Labyrinth finde, finde ich auch Mr. Midnight. Ah, habe ich da unten schon die Pillen hergenommen? Ich glaube nicht. Huch. Lügen in einer Box. Ne, das sieht immer noch genauso aus. Die Köpfe sind übrigens super. Oh! Hm. Das ist ungünstig, ne? Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Oder kannst nicht die Unwissenheit entscheiden lassen. Das Leben wird es dich lehren, durch Schmerzen und Tränen. Du kannst nicht die... Ach so. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Ich wurde noch nicht geboren, aber ich lebte. Ich hatte auf eine Mutter, die mich liebt. Klingt positiv, I guess. Du kannst sehen. Patient Robert Clark. Psychochirurgie. Prozedur Lobotomie. War Lobotomie nicht das mit, wo man die Nadel in die Augen piekt? Beobachtung. Fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Das war das doch, oder? Wo man mit durch die Augen zum Hirn geht. Oh. Der Operationssaal, da will ich nicht rein. Riecht wie vergammeltes Fleisch. Bäh. Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf? Sorry, was war das nicht das mit dem... Ja, aber da geht man doch durch die Augen, oder? Das war doch bei der Lobotomie so. Itwald? Da steht Itwald. Ich weiß nicht, was das heißt. Oh. Oh. Hallo, ruhst du dich aus? Hm. Das ist wahrscheinlich der Patient, den man rumgedoktert hat. Nein, auswendig, ich hoffe, Ihnen geht es bald besser. Ach, das sind die Zwillinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich weiß, dass Lobotomie einfach nur das englische Wort für Operation ist. Hier nicht. Ich glaube, eine Lobotomie... War schon das, was ich meinte. Wir können ja mal googeln. Wofür haben wir denn so neumodernen Scheiß? Lobotomie. Ist eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontalamus sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden. Ist eine neurochirurgische Operation, bei der Nerven zwischen Thalamus und Frontalamus sowie Teile der Substanz durchtrennt werden. Hier mit einem Eispickel wurde seitlich ins Auto gestochen und Nerven durchtrennt. Ha, guck mal. War ich doch richtig, weil das hatten wir doch bei, wie hieß das Spiel? The Town of Light. Da war doch auch eine Lobotomie. Da war ich ein bisschen froh, dass wir das nicht auf, VR gespielt haben, die Lobotomie. Weil dann wäre das wirklich auf meine Augen gekommen. Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Und im Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhige dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde. Okay, tschüss. Hm. So, lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Babyshaken-Syndrome. Schaken, achso. Das englische Wort für Operation ist doch Surgery. Stimmt. Das war, glaube ich, die erste operative Behandlungsmethode für psychisch Kranke. Dann schon erst seit 1970, meine ich, verboten. Ja, ich habe vorhin auch gerade irgendwas mit, die
Wenn sie von Freeman ab, dennoch erst. Also der Freeman, der Entwickler von dieser Lobotomie, hat erst 1967 die letzte Lobotomie durchgeführt. Das war aber in Amerika. Ja. Okay. Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Ich bin schon an der Rezeption. Das ist großartig. Dass ich auch einen Nobelpreis bekomme? Absolut keine Ahnung. Am Ende des Labyrinths. Oh. Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Ist das deine Mami, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mami auch. Oh, sie sind ganz mager. Pfui. Warum hängen sie da oben? Sind sie auch eine Schwester? Okay, warte, wir gucken hier mal weiter. Ich nehme mich dann Tante Grace Telefonnummer. Ganz schlecht. Das Schlüsselbrett hat keine Schlüssel am Brett. Am Ende des Labyrinths ist die Katze. Warte, kann ich jetzt. Wenn ich den da wieder hinhänge. Dann nehme ich. Oh, der Schlüssel war doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. Ach, scheiße, jetzt haben wir den scheiß Code da, ne? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. War es der 25. Dezember und der 17. Juli? Hat sich jemand den Code gemerkt? Ich sollte mir sowas vielleicht aufschreiben. Ich sehe einfach, wenn ich nach Hause komme, ja. Viele Akten und Bücher. Ach, scheiße, stimmt, den habe ich ja doch in der Tasche. Siebzehnter. Muss ich jetzt. Moment. Braucht man. Moment. Ich brauche einen Notizzettel hier gerade, damit ich schreiben kann. Okay. Okay, es war nicht so kompliziert gedacht. Ich erinnere mich dunkel an das Rätsel. Ach so, da. Benutzen, untersuchen natürlich. Ich habe jetzt gerade die Quersuppe aus 17. Dezember und 25. Juli gemacht. 2931? Wie kommst du denn auf 2931? Nee. Ich habe jetzt, ach, opala. Ich habe einfach die Quersumme gebildet aus 1, 7, 1, 2 und 2, 5, 7. War es aber nicht. Ach so, wegen, ah ja. Und es wäre es, ja, aber 25 plus 7, mein Schatz, ist 32, nicht 31. Oh, Wiedersehen. Kleines Mischstück, dafür wirst du bezahlen. Oh, ich glaube nicht. Du cleveres kleines Mädchen. Glaubst du, du kannst einfach gehen? Oh, na super. Das kann nicht sein. Nein!
Was ist denn jetzt los? Wie du, wie du. Wie du. Wie du. Wie du. Ich muss ins Labyrinth kommen. Ich folge der Katze. Nanu, der war doch gerade noch tot. Immer der Katze hinterher. Die will ich bestimmt nicht verarschen oder so. Das ist ja gemein. Okay. Und sowas bin ich nicht so der Fan. Ich mochte auch Pac-Man nicht. So, und wo ist jetzt die Katze hin? Ich habe die Katze verloren. Sie war damals schon die Demo. Okay, die hatte nicht alle Räume der Anstalt, aber trotzdem. Oh, wo ist denn jetzt die Katze hin? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Willst du mich verarschen? Ich mag Labyrinthe nicht. Okay. Also auf alle Fälle dahin. Okay, vielleicht ist es nach oben. Nee, das ist eine Sackgasse. Scheiße. Okay, wir gehen mal nach darüber. Jetzt gleich, wenn der nochmal vorbei ist. Hüssack. Ging es da oben weiter? Ich weiß es nicht. Uah. I found my way out. Oh, Gott sei Dank. Ah, wir kommen zurück. Oh, einen guten Daniel. Die Wesen... Achso, ich habe es rausgeschaut. Die bösen Wesen der Nacht. Sie werden dich jagen. Sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Eine Katze voller Muttern und Schrauben.
wird immer dein Lotse sein. Oh nein. Wir haben unser Foto verloren. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Wie viele Kapitel gibt es denn bei dem Spiel?